Tirol, Land der Berge, vieler Berge. Und der höchste aller Berge im Land ist der Schuldenberg, 278,5 Millionen Euro seine Höhe. Allein im kommenden Jahr sind 9 Millionen Zinsen dafür fällig. Tirol, unser Land, unsere Schulden. Der höchste Schuldenberg aller Zeiten, ja, das hat es bei niemand noch gegeben. Und bei den anderen Landeshauptleuten, ob der Weingärtner oder Star war, da hat es also Lawinenkatastrophen gegeben, Hochwasserkatastrophen, wo man wirklich viel Geld gebraucht hat, um das zu investieren, aber das hat sich noch keiner erlaubt. Und mit der Unverschämtheit dann letztlich also an die Öffentlichkeit zu gehen, ich hoffe, dass sie ihm das die Bürger Tirols nicht honorieren. Wie unseriös die ÖVP in Sachen Schulden, Finanzen und Budget agiert, belegen im Nachhinein auch die frommen Sprüche des geschassten Landesrates Svitak zum Budget 2010. Wir sollten hier im Hohen Haus uns auf ein paar Grundsätze einigen. Dauerhaft nicht mehr Geld auszugeben, als wir einnehmen. Schuldenbegrenzung auf ein Maß, das wir selbst zurückzahlen können. Schulden für Investitionen, die wirklich Zinsen für die Zukunft sind. Mit einiger Verspätung verspricht das Budget 2013, dass Schluss sei mit der Schuldenmacherei. Doch eine Katastrophe. Es soll mir bitte irgendjemand sagen, ein Lichtblick, außer 7 Blattschüsse beim Jagern und an mit dem Svitak. Dem stellt Fritz Dinkhauser klare Fakten, Maßnahmen und Zahlen gegenüber. Totalabbau der Schulden, keine Neuverschuldung. Und neue Innovationen also für die Zukunft. Dass wir bei der Oberösterreich Energie 8,25% Anteile haben. Wir haben ja dort kaum Erträge. Und man sagt also jetzt, dass das also mindestens also über 170 Millionen einbringen könnte, wenn man das jetzt veräußert. Wir wollen 1 Million Euro sparen bei der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. 40 Millionen wird Fritz Dinkhauser durch Umschichtung beim Landeskulturfonds verfügbar machen. Insgesamt werden so 346,5 Millionen Euro frei. Damit will Fritz Dinkhauser längst überfällige Maßnahmen setzen. Aufstockung der Mittel für Gemeinden zum Ausbau von dringend notwendigen Pflegeeinrichtungen wie Tagesbetreuungs- und Kurzzeitpflegeplätze sowie betreutes Wohnen 5 Millionen Euro. Zusätzliche Gelder für mehr Personal im Pflegebereich zur Abschaffung des Minutenschlüssels plus 4,9 Millionen Euro. Einführung einer günstigen Nahverkehrskarte, Tirol-Ticket, 10 Millionen Euro. Sonderprogramm Bergbauernbetriebe, um gefährdete Bergbauernhöfe zu erhalten, 5 Millionen Euro. Solarfonds Tirol, um eine umweltfreundliche und arbeitsplatzsichernde sowie arbeitsplatzschaffende Photovoltaikoffensive für die Bürger im Land anzustoßen. Jetzt geht es also um die Zukunft der Menschen in dem Lande und da haben wir als zweitstärkste Gruppierung natürlich was mitzureden. Da hat die Opposition was mitzureden. Wir haben das Votum bitte der Leute. Es geht nicht um ein Geld des Herrn Platter oder der Volkspartei, sondern es geht um das Steuergeld der Menschen draußen.